Schloss Einstein-Fans, ihr habt Glück. Es gibt wieder eine ganze Menge neue Folgen. Und ich hatte auch Glück, denn ich durfte in einer Folge dabei sein. Und später in dieser Folge sehen wir diese Szene. Aber ich habe nur eine ganz kleine Rolle. Die Stars aus dieser Szene sind auch da. Ich freue mich sehr. Lentje de Grote und Johnny Degen alias Julia und Colin. Wie geht's euch und wo seid ihr? Mir geht's sehr gut und ich bin gerade in Sachsen. Mir geht's auch sehr gut. Ich genieße die Zeit und ein bisschen zu Hause gerade und ich bin in NRW. Das freut mich sehr. Lentje, du spielst ja die Julia Sponer. Du bist seit Folge 1001 dabei. Wer Julia noch nicht wirklich auf dem Zettel hat, was ist Julia für ein Mensch? Also Julia ist total theaterbegeistert und muss ich sagen auch, keine Ahnung, ziemlich crazy, also von dem Klamottenstil her und ist auch ein, finde ich, freundlicher Mensch, ja. Und der Klamottenstil von Colin ist ja auch nicht ohne Johnny, ne? Ja, ist ganz schön abgefahren, also ich war auch ein bisschen überrascht, als ich da ankam und die erste Kostümprobe hatte. Also es sind schon eindeutig Sachen, die ich glaube, nie in meinem Leben privat tragen werde. Aber kann es vielleicht sein, dass dir die Rolle so gut gefallen hat oder der Stil, dass du vielleicht unauffällig mal mit der Garderobe gesprochen hast, so, hey, bald ist Weihnachten, ich würde mich so über 2, 3 coole Hosen oder Jackets freuen oder gar nicht? Es gab natürlich hier und da mal ein paar Scherze über die Kostüme, also die laden auch dazu ein, das werdet ihr noch sehen im Laufe der Staffel. Vor allem über den Skianzug, die Folge wurde ja letztens erst ausgestrahlt. Und ja, so ein Skianzug, der sah eigentlich ziemlich Bombe aus, würde ich auch wahrscheinlich so nicht tragen. Erstens, weil ich nicht so viel Ski fahre. Zweitens, weil der mir vielleicht auch ein bisschen zu abgefahren ist. Aber da habe ich auch gesagt, den würde ich auf jeden Fall einfach zum Haben behalten. So ein Kleiderschrank füllt sich einfach auch nicht von alleine. Julia, wie kam es dazu, dass für dich Schloss Einstein interessant wurde? Oder haben Leute zu dir gesagt, du musst da unbedingt mitmachen? Also ich habe Schloss Einstein ein bisschen vorher auch schon geguckt, aber meine Mutter hatte das dann während der Corona-Zeit, wo wir, also ich und meine Klasse in Quarantäne waren, mir die Website gezeigt zur Anmeldung und da bin ich halt dann drauf gekommen und so. Und wie läuft das dann so? Man meldet sich an und dann passiert was? Ja, also man meldet sich halt an und dann ist halt schon ein bisschen kleinwenig beschrieben auf der Seite, was wird passieren, wie viele Runden es ungefähr gibt. Und so ist es halt dann auch, dass man dann die Runden durchgeht und dann wird einem immer eine E-Mail geschrieben, so was in den Runden dann passiert und so weiter und so fort. Geil. Und für dich natürlich total easy, Lentje, weil es geklappt hat, aber es schaffen nicht alle, ne? Du weißt das. Also das ist schon was Besonderes. Was hast du denn gedacht, als du die erste Runde geschafft hast? Also ich habe mich riesig gefreut, bin ich ehrlich, ich habe mich riesig gefreut. Ich dachte mir so, ja, ich habe was, womit ich meine Zeit vertreiben kann in der Lockdown-Zeit. Und ja, ich war happy. Johnny, wie war das bei dir? War es deine eigene Idee, dich zu bewerben oder haben andere Leute? Nein, das war meine eigene Idee. Also ich habe generell in dem Jahr hier und da, ich bin in einer Agentur und ja, ich habe immer hier und da mal ein Casting angenommen, ein bisschen mitgemacht. Und ich hatte auch vorher schon mal eins, wo ich 2 Runden weit kam, glaube ich. Deswegen war das so ein bisschen, okay, jetzt möchte ich es nochmal ein bisschen weiter schaffen. Es ging auch gar nicht so darum, es ganz zu schaffen. Und ja, für mich war es auch, ich habe so um Weihnachten herum, habe ich es im Internet gesehen und habe mich einfach beworben, alles reingeschmissen und irgendwie hat es dann auch Runde für Runde immer geklappt. Und ab welcher Runde hast du so gedacht, okay, ja? Das war so ein bisschen mit der ersten Videokonferenz, wo andere dabei waren, wo man wirklich mit anderen zusammengespielt hat. Da fand ich so ein bisschen, weil es auch wirklich eigentlich gute Leute waren, es hat von denen jetzt keiner geschafft, aber es hat wirklich Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Und da wusste ich, okay, wenn die jetzt alle gut sind, dann bin ich auch irgendwo wahrscheinlich gut. Und das war dann wirklich so, okay. Und natürlich hat auch irgendwo dann ein bisschen der Konkurrenzkampf angefangen, wenn man wusste, okay, hier gibt's auch andere Leute, die mitmachen wollen. Also da wurde es dann so, dass ich da wirklich alles drauf gesetzt habe. Und eure Figuren, Julia und Colin, da knistert es ja auch mal ein bisschen und ein bisschen mehr. Da könnt ihr natürlich alle Folgen auf kika.de sehen, um zu sehen, was mit den beiden Figuren passiert. Was habt ihr dann gedacht, als ihr euch das erste Mal persönlich begegnet seid? Wisst ihr das noch oder ist das schon zu lange her? Als ich da Johnny das erste Mal gesehen habe, war beim Probedreh und ich dachte mir schon, ach, okay, gut, ich habe als Spielpartner eine gute Partie abbekommen. Das war wirklich so mein allererster Gedanke. Könnte vielleicht daran gelegen haben, dass ich auf dem Casting-Foto noch kurze Haare hatte. Das war von einem kleinen, kurzen Dreh vorher und da sah ich wirklich echt nicht gut aus auf dem Casting-Foto. Und das war ja alles, was Lentje vorher von mir zu sehen bekommen hat. Und ja, da ist es schon einigermaßen einfach besser auszusehen als auf diesem Foto. Deswegen, ja. Und was hast du gedacht, Johnny? Also beim Probedreh hatte Lentje, glaube ich, ein ziemlich krasses Outfit an.
Also sie kamen da mit, ich weiß nicht mehr, was es war, ob das so Kuhflecken waren. War es das? Ja. Ja, okay. Also auf jeden Fall ganz schön abgefahren und das sah auf jeden Fall auch nach einem coolen Menschen aus. Sah interessant aus und ja, es war auf jeden Fall, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, oh, wie ist sie jetzt und ja. Und macht die Zusammenarbeit miteinander Spaß oder ist das so ein bisschen manchmal auch, dass man denkt, wie, weiß ich nicht, kleine Schwester, großer Bruder, dass man denkt, oh komm ey, jetzt gerne auch mal eine Szene mit einem anderen Menschen. Der Dreh hat mir mit Donny natürlich viel Spaß gemacht. Also mich hat es auch immer gefreut, an Zeit zu kommen, weil man mit ihm halt noch gut drehen konnte. Klar gab es so manchmal Momente, wo man sich dachte, ach, kann ich mal mit einer anderen Person drehen, weil die ja wirklich viel miteinander gedreht haben. Da war es so manchmal so, oh, aber eigentlich sonst war es nur, weil man dauerhaft mit der Person gedreht hat. Aber sonst habe ich mich natürlich über gefreut, wenn ich Donny sehen konnte und mit ihm drehen konnte. Wir hatten natürlich viele Szenen zusammen und wir haben aber dadurch auch wirklich mit der Zeit und eigentlich auch von Anfang an ziemlich gut harmoniert und haben auch gutes Feedback bekommen vom Team. Und wenn man weiß, okay, wir machen hier wirklich gerade was Gutes, dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Und dann hatten wir ja das Glück, dass wir zusammen eine Szene drehen durften. In die schauen wir gleich rein. Ich weiß nicht, ich saß zuerst mit dir im Auto, Johnny, und das war so krass, weil du warst schon so ultra Profi. Du hast mir genau gesagt, wir fahren jetzt da und da und dann stehen wir so und so lange da, dann machen wir das und das und das. Nichts. Alter, wie krass ist er denn vorbereitet? Dann kam Lenche dazu. Und es herrschte eine mega Stimmung. Also die, die vom Team dabei waren, waren auch mega nett. Und dann sind wir im Set angekommen. Wir haben in einem Kino gedreht. Und Johnny, das Erste, was du mich gefragt hast, dort war, was ist dein Lieblingshaus bei Harry Potter? Ja, wichtige Frage. Ja, eine Kernfrage, denke ich auch. Lentje, hast du auch direkt Harry Potter-Fragen bekommen von ihm? Nein, nicht wirklich. Ach, guck mal. Aber guck sie mal. Ist Slytherin. Ich hab gesagt Gryffindor und dein Blick war völliges Entsetzen. Du schaust mich von oben bis unten an und sagtest, okay, dass du Gryffindor gesagt hast, das sagt mir, dass du auf jeden Fall nicht die Bücher gelesen hast, weil sonst wüsstest du, dass Slytherin viel cooler ist. Ja, Slytherin und Hufflepuff sind cooler, finde ich. Es war auf jeden Fall schön, dass du das so sehr lebst, dass du das Problem hast zu ertragen, wenn andere nicht Slytherin sagen. Ja, keine Ahnung, es hat sich total vertieft. Ich habe das in der 4. Klasse eigentlich gelesen alles. Aber weil ich halt, man guckt die Filme hier und da immer noch irgendwie auf irgendeiner Feier oder so. Und ja, hier und da kennt auch ein Freund die Geschichten ganz gut. Und irgendwie hat es dann immer Spaß gemacht, sich drüber zu unterhalten quasi. Ist sehr nerdig gerade, aber ja, gehört halt auch dazu. Ist dir Harry Potter wichtiger als Fußball? Nein. Welcher ist dein Verein? Dortmund. Lenche, welche ist deine Sportart? Ballett. Und wenn ich mich recht entsinne an ein kleines Gespräch zwischen euch beide, Johnny, du hast auch mal Ballett gemacht. Ja, es ist so ein bisschen so ein Familiending gewesen, weil meine Mutter schon, seit sie ein Kind ist, immer noch auch heute an derselben Ballettschule tanzt, immer so spät abends noch. Meine ältere Schwester, die macht das auch, seit sie ganz jung ist und ist mittlerweile auch quasi wohnt in einer WG an einer Tanzschule und macht das echt viel und die ist auch recht gut. Und keine Ahnung, ich bin auch immer als kleines Kind dann, ich bin immer so auswärts gegangen, mache ich auch immer noch ein bisschen. Und das spricht halt sehr für Ballett. Und dann hat meine Mutter mich irgendwann ein bisschen dazu gedrängt, das auch mal auszuprobieren. Und dann habe ich es auch 2-3 Jahre gemacht. Und ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber irgendwann wurde es dann einfach zu viel mit Fußball und Schauspielen auch. Und ich war sowieso der Einzige von meinen Freunden, sage ich mal, der das gemacht hat. Deswegen habe ich dann aufgehört. Und Lenche, ich meine mich zu erinnern, du hattest ihn mal tanzen sehen, hat dich jetzt nicht so umgehauen, ne? Also, ja, ich habe immer so ein bisschen tanzen sehen. Also man verlernt das natürlich, wenn man nicht weiter in den Übungen bleibt. Und ja. Hat natürlich auch nicht ernst gemacht, ja. Ja. So, wie ist denn das mit euch und Schloss Einstein? Ist das eine Sache, die sich dem Ende neigt oder wollt ihr dabei bleiben? Wie ist das? Also, ich würde schon probieren, weiter dort zu bleiben. Es ist halt aber immer noch so eine Sache mit Schule und wie läuft das zu Hause. Aber sonst, finde ich, sollte es doch nicht so zum Ende neigen. Also, ich mache auch, würde es, denke ich, schon noch weitermachen. Aber irgendwann muss man natürlich schauen. Ich würde auf jeden Fall gerne Abi machen und will auch mich darauf konzentrieren, wenn es wirklich in die Phase geht. Weil Erfurt ist natürlich auch immer eine lange Zeit, wenn da mal eine Staffel gedreht wird. Es dauert ja 5 Monate. Und es ist natürlich schon ein bisschen stressig mit Schule. Und deswegen will ich da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen. Und bevor wir jetzt in die Szene reingucken, müssen wir euch natürlich erklären, was ist da vorher passiert. Also Lenche, deine Figur hat einen Stoffhasen im Arm und
Ja, Johnny, bei dir ist irgendwie ein bisschen viel mehr Bauch, als da ist. Warum seht ihr zu dem Zeitpunkt so aus? Julia und Colin haben sich so ein bisschen gebettelt, wer halt so auch ein bisschen auf die kreativste Art so Sachen mit reinschmuggeln kann. Und ja, das sollte eigentlich nicht so ein Battle werden oder zu so einer Challenge, aber es ist ein bisschen ausgeartet durch Julia. Und so enden sie mit einem Stoffhasen und Gummibärchen und so ein Zeug. Ja, die betteln sich wirklich gefühlt jeden Tag. Und während der Beziehung, das ist eigentlich ein Kino-Date, sollte es ein bisschen romantischer werden, aber das kriegen die zwei einfach irgendwie nicht hin, passt nicht. Und deswegen, ja, haben die sich halt so ein Spiel draus gemacht. Das ist Folge 1017 und bevor die beiden ins Kino kommen, landen sie bei den Typen, der die Tickets abreißt. Das bin ich. Ich bin vor allem enttäuscht, dass ihr kein Popcorn dabei habt. Und in diese Szene schauen wir jetzt rein. Ticket bitte. Dankeschön. Mach dich mal locker, du bist voll auffällig. Würde ich ja gerne, aber der Kummerbund rutscht wie. Ein Kummerbund voller Gummibärchen? Ja. Kein Popcorn? Naja, macht nichts. Muss ich später weniger putzen. Tickets bitte. Erstes Date? Ja. Nice. Bitte was? Ah, keine Panik. Der Hase, guter Move. Gleich noch Kuschelsitz, alles klar. Viel Spaß. Wohin müssen wir? Hi. Saal 3. Ihr habt ja noch viel, viel mehr gedreht an diesem Tag. Für euch ging das ja da erst los. Habt ihr trotzdem noch Erinnerungen daran oder ist das eigentlich so ein Ding, was sofort wieder raus ist? Im Grunde, wir haben danach ja nur noch im Kinosaal gedreht. Das heißt, für diesen Drehtag war wirklich Kino abgespeichert. Also wir sind nicht noch irgendwo anders hingefahren. Und ich muss tatsächlich ehrlich sagen, die Autofahrt mit dir kann ich mich mehr daran erinnern als die Szene. Weil leider standen wir ja immer komplett am anderen Ende der Schlange, wenn gerade die Kamera aus war. Und deswegen habe ich mich mit dir mehr unterhalten, halt im Auto als da am Drehort. Ländchen, weißt du noch was von der Szene oder hast du die völlig weggeworfen in deiner Erinnerung? Also völlig weggeworfen habe ich sie nicht. Natürlich erinnere ich mich noch daran, weil ich fand es auch mega cool, so eine Kulisse im Kino drehen zu können. So, aber jetzt so haargenau erinnere ich mich auch nicht dran, außer nur, dass ich da ganz Zeit mit diesem Hasen rumstand, auch wenn die Kamera aus war. Und ich stand da weiter mit dem Hasen rum und überall waren Leute und ich dachte mir so, ey, Hase. Ich muss auch sagen, dass du, also deine Rolle, so ein bisschen fast schon gruselig war. Also wenn ich Colin wäre, das war so ein bisschen unangenehm natürlich. Wenn dann so ein Typ, du willst eigentlich nur so ein kleines Date haben mit deiner Freundin und der Kinokassierer, der spricht dich auf einmal über komische Sachen an und komische Sachen an. Und ja, also eigentlich ein unangenehmer Typ, aber es war dann irgendwie ganz lustig, das zu spielen. Die gute Nachricht ist, ich habe es ja nicht geschrieben, ich habe es nur gespielt. Wir haben das damals unter Corona-Bedingungen gedreht. Das heißt, wann immer Kamera nicht lief, war fast immer die Maske auf. Aber wir haben die Chance genutzt für ein Selfie. Und das haben wir als schöne Erinnerung. Ihr könnt jetzt in diese Folge auch reingucken. Gibt es auf kika.de. Ich packe euch meinen Link unten in die Infobox. Ich habe mich immens gefreut, dass ich bei Schloss Einstein mitspielen durfte. Und ich danke euch beiden, dass wir diese paar Stunden miteinander verbracht haben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lenche de Grote und Johnny Degen, vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Danke. Und ihr habt jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Ihr dürft in eure Kamera sagen, was ihr noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt habt, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltet. Und ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Ihr habt noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und tut euch selber einen Riesengefallen, werdet nie so ganz erwachsen. Erwachsen werden ist fast schon ein Schimpfwort, wenn man darüber nachdenkt, weil das bedeutet, man hat das Kind in sich völlig verloren. Und das wollt ihr nicht, glaubt mir. Setzt euch mal morgens hin, guckt Cartoons, nicht weil ihr Kinder habt und müsst, sondern weil ihr wollt. Lasst das Leben ein bisschen bunter sein und das klappt am besten, wenn man das Kind in sich immer ein bisschen am Leben lässt. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend, zur Web Talk Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Johnny Degen und Lenche de Grote. Bis dann. Also erstmal grüße ich Paula und ich sage alles Gute nachträglich an meine Mutter. Und dazu will ich gerne sagen, dass McDonald's bitte das 1-Euro-Eis wieder zum 1-Euro umwandeln soll. Danke. Ja, ich grüße Tim in Berlin. Und ja, was kann ich wirklich sagen? Ich finde es scheiße, dass der McDonald's-Clown gestrichen wurde. Und ich wünsche mir den zurück. Ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit. Danke übrigens für die Idee, hier jetzt auf McDonald's zu kommen.